Wenn Sie Bargelder entgegennehmen, sind Sie verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen. Wir kennen das alle, wenn wir es noch so oldschool-mäßig machen, von der Hand, alles aufschreiben. Ja, das nervt. Ja, wenn man sich mal vertan hat, das nervt auch, weil dann hat man was vergessen und ja, muss man es eventuell neu schreiben. Mit Wabi Profi 3 können Sie das digital sehr einfach machen. So, die Erfassung von Ihrer Einnahmen, das geht ja automatisch von sich. Das heißt, Wabi Profi 3 ermittelt die Umsätze, splittet es nach Mehrwertsteuersätzen auf und zeigt es Ihnen im Kassenbuch an. Jetzt ist es allerdings so, dass das Kassenbuch natürlich nur dann stimmen kann, wenn Sie auch in der Software die Entnahmen eintragen. Entnahmen können sein eine Ausgabe, das heißt eine bezahlte Rechnung, Tanken, Bürobedarf, was weiß ich, eine bare bezahlte Warenlieferung oder ein Lohn, den Sie entnommen haben oder eine Einzahlung. Auch kann es natürlich sein, dass Sie Geld von einem Privatkonto auf die Kasse eingelegt haben oder Sie für sich selber 20 Euro rausgenommen haben, also eine Privatentnahme. Das sind die möglichen Bewegungen, die in einem Kassenbuch aufgeführt werden müssen. Denn sonst stimmt Ihr Kassenbuch nie. Aber ist ja nichts Neues. Okay, widmen wir uns nun in diesem Video den Einzahlungen. Das heißt, eine Einzahlung ist, was ist es? Das heißt, Sie nehmen jetzt 20 Euro von der Kasse und tragen es auf die Bank. Dieser Vorgang, Geldentnahme von der Kasse auf ein Geschäftskonto, ist eine Einzahlung auf das Konto. Diese müssen wir neu anlegen. Nun sagt Wabi Profi 3, wer ist denn der Empfänger? Zugleich zeigt er Ihnen die Auftragsgeber an. Also in dem Fall haben wir nur eine Kasse, also sagt er Kasse 1. Und das Geschäftskonto ist der Empfänger. Im Klartext, wir nehmen jetzt 20 Euro und tragen es auf das Geschäftskonto. An einem Datum und nun können wir es eintragen. 20 Euro. Wir klicken auf Speichern. Der Datensatz wird gespeichert. Wenn wir uns jetzt unser Tageskanal gleich ansehen, sehen wir, dass wir hier momentan bei den Ausgaben 10 Euro haben und bei den Einzahlungen hier unten 0. Jetzt schließe ich dieses Formular und wir sehen nun, dass unser Kassenbuch oder unser Kassenmitlaufbestand sich um die Entnahme, also das heißt um die Bareinzahlung auf das Konto, reduziert hat. Das heißt, wir haben 287 Euro Umsatz, wir hatten einen Anfangsbestand der Kasse von 300, aufaddiert sind 587 minus Einzahlung sind 567 Kassenbestand. Also ist total easy. So können Sie wirklich nichts verkehrt machen, wenn Sie es gleich in die Software eintragen. Weil beim Tagesabschluss wissen Sie ja, wie viel Geld Sie aus der Kasse entnehmen. Ich möchte jetzt vielleicht noch eine Situation zeigen für diejenigen, die dann viel zu viel eingeben. Wir machen jetzt eine neue Buchung und sagen mal, wir wollen jetzt seit hier 1000 Euro entnehmen. So, 1000 Euro sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Kasse. Sagen wir speichern. Jetzt sagt Wabi Profi 3, das kann ja gar nicht sein, weil es sind ja eigentlich nur 567 laut Kassenbestand vorhanden. So, das sollte für Sie eine Information sein, dass Sie sagen, habe ich mich vertan, kann irgendwas nicht stimmen. Dann klicken Sie einfach auf OK. Jetzt sagen viele, ja, wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Das heißt, wenn Sie einen Nullbetrag dann haben und sagen dann speichern, dann sagt Wabi Profi 3, das erste Mal, das kann so nicht sein, weil Null passt ja nicht. Jetzt hätten Sie die Möglichkeit, diese Korrektur nochmal vorzunehmen oder durch auf erneutes Klicken von Speichern, sagt Wabi Profi 3, jetzt hat der Benutzer zweimal den gleichen Fehler, also zweimal 0 eingegeben, also ignoriere ich das. Dann speichere ich hier gar nichts. So, sollten Sie sich vertan haben, einfach den Nullbetrag lassen, speichern, speichern und dann sagt Wabi Profi 3, ich cancel den Vorgang, mach den lieber neu, lieber Benutzer. Okay, das sind die Einzahlungen und das schauen wir uns jetzt im Kassenbuch nochmal an. Okay, wir sollten das schon alles schnell drucken. So, bei den Auswertungen im Kassenbuch haben wir nun unsere Eröffnungsbuchung, unseren getätigten Umsatz, unsere getätigte Entnahme der Kasse, weil wir da Büromaterial gekauft haben und wir haben 20 Euro aus der Kasse entnommen und haben hier eine Einzahlung getätigt auf das Geschäftskonto. Dies können Sie im Übrigen noch unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen vielleicht auch nochmal einsehen. Wir sehen es hier, gehen wir auf die Kasse. Wir haben hier eine Einzahlung auf das Geschäftskonto in Höhe von 20 Euro im Soll. Somit reduziert sich unser Mitlaufbestand 300, 597, 587 minus 20 auf 567 Euro. Und das ist genau das, was das Kassenbuch widerspiegelt. Und Sie können hier wirklich total easy, total einfach
und total schnell vor allem Ihr Kassenbuch aktuell halten und müssen nicht, wenn Sie irgendwas weit oben vergessen haben, das ganze Ding nochmal neu zu schreiben. Also gewöhnen Sie sich an, bitte die Einzahlungen auf das Geschäftskonto bei den Einzahlungen auch einzutragen. Es gibt wenige unter Ihnen, die verwechseln das und tragen das hier ein. Nee, machen Sie es bitte bei den Einzahlungen, da ist alles richtig verbucht.